Bevor wir zu den berühmten NP-vorständigen Problemen kommen, werden wir uns noch eine sehr wichtige Definition anschauen, die es ein bisschen leichter machen wird zu verstehen, was diese Klasse NP eigentlich ausmacht. Ich habe eine Sprache über dem Alphabet Sigma, das ist mein Entscheidungsproblem, um das es mir eigentlich geht. Ich habe eine deterministische Turing-Maschine, die nenne ich T, die soll polynomiale Laufzeit haben. Und ich habe noch ein weiteres Polynom. Die Turing-Maschine hat ein Eingabealphabet, das auf jeden Fall groß genug ist für Sigma. Da sind eventuell noch weitere Zeichen drin und auf jeden Fall ist noch ein weiteres Zeichen da drin, irgend so ein Trennzeichen. Jetzt gucke ich mir eine Sprache an, die heißt L' und die soll aus solchen Worten bestehen. W ist ein Wort aus meiner ursprünglichen Sprache, um die es mir eigentlich geht, also aus meinem Entscheidungsproblem. Dann kommt so ein Trennzeichen und dahinter ist ein Wort Z. Das ist aus der Sprache der Turing-Maschine. Und dieses Wort Z ist nicht so lang. Damit ist gemeint, die Länge von Z ist polynomial beschränkt durch die Länge von W. Also in Relation zu dem vorderen Teil, der vor dem Trennzeichen steht, ist das, was dahinter hängt, nicht lang. Mein ursprüngliches Entscheidungsproblem ist die Menge aller Wörter mit der Eigenschaft, dass es ein Z hinten gibt, sodass dieses ganze Ding aus L' ist. Wenn meine Turing-Maschine T die Sprache L' entscheidet, dann nennt man die Sprache L in Polynomialzeit verifizierbar. Wie ist das gemeint? Wenn ich ein Wort aus meiner ursprünglichen Sprache habe, die mich eigentlich interessiert, mein eigentliches Entscheidungsproblem, dann ist es nach diesem Punkt hier so, dass es mindestens ein Z gibt, sodass WZ zu dieser Sprache L' gehört. Dieses Z nennt man dann ein Zertifikat für W. Und wenn ich ein Wort habe, was nicht aus meiner Sprache L ist, es geht ja um Entscheidungsproblem, dann sind solche Zeichenketten niemals aus L' für alle Z, die kurz genug sind. Ich schreibe das mal etwas flapsig so hin. Also T kann schnell arbeiten, weil die Wörter ja nicht lang werden. Das Z, was dahinter gehängt wird, macht das W nicht wesentlich länger. Und das ist eine andere Methode, um eine Sprache zu entscheiden. Wenn das geht, nennt man die Sprache, das heißt das Entscheidungsproblem, in Polynomialzeit verifizierbar. Und falls Ihnen das jetzt noch zu abstrakt ist, hilft Ihnen vielleicht ein Beispiel. Wir nehmen ein Problem, was wir sowieso gleich noch näher behandeln werden. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und das kam auch ganz am Anfang der Vorlesung schon mal vor. Das bekommt jetzt einen offiziellen Namen. Das ist das sogenannte Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Das heißt SAT, weil man das im Englischen Satisfiability Problem nennt. Sie bekommen eine Formel der Aussagenlogik, das ist Ihre Eingabe. Und die Ausgabe soll einfach sagen Ja oder Nein. Und zwar im Sinne von, ist das Ding erfüllbar? Ich will kurz mal skizzieren, wie man das auf naive Weise machen könnte. Sie könnten dafür natürlich eine Wahrheitstafel machen. Sie gucken, wie viele Variablen hier vorkommen. Das sind in diesem Fall drei. Jetzt können Sie für die drei Variablen alle Belegungen hinschreiben, die möglich sind. 0 für falsch und 1 für wahr, wie man das typischerweise macht. Und jetzt können Sie die ganzen Fälle durchgehen und jeweils überlegen, was da rauskommen würde. Bei x1 hätten Sie 0, weil das eine Unverknüpfung ist, ist schon klar, dass hier 0 rauskommen wird. Solange Sie hier bei x1 0 stehen haben, brauchen Sie das gar nicht weiter zu machen. Wenn x1 1 ist, haben Sie hier eine 1, dann müssen Sie hier weitermachen. Also hier hätten Sie x1 ist 1, dies ist 1 wegen x2, dies ist 1 wegen x1 und dies ist 1, weil x3 0 ist. Also hier würden Sie zum ersten Mal 1 kriegen und das reicht ja, dann können Sie aufhören. Erfüllbar heißt, es gibt einmal mindestens eine 1. Da würde Ihr Programm also Ja ausgeben. Da wir uns mit diesem Problem näher beschäftigen wollen, können wir uns ein paar Dinge schon mal überlegen. Diese Methode wird auf jeden Fall deterministisch funktionieren. Aber man ahnt schon, das ist auf die Dauer kein akzeptabler Algorithmus, weil die Anzahl der Zeilen der Wahrheitstabelle exponentiell ansteigt mit der Anzahl der beteiligten Aussagenvariablen. Jedes Mal, wenn ich eine Aussagenvariable dazu nehme, verdoppelt sich die Anzahl der Zeilen der Tabelle. Gleichzeitig kann man hier dran sehen, dass das Problem zu NP gehört, denn Sie haben das letzte Mal ja so einen typischen NP-Algorithmus gesehen. Ein nicht deterministisches Programm muss ja die Variablen nur der Reihe nach durchgehen und für jede Variable eine Münze schmeißen, ob es 0 oder 1 ist. Das ist offensichtlich polynomial in der Anzahl der Variablen, weil Sie pro Variable einen Münzwurf haben. Und wenn Sie immer die richtige Münze schmeißen, dann haben Sie die Erfüllung gefunden.
Das heißt also, nicht deterministisch geht es polynomial. Deterministisch fällt uns momentan nur ein sehr schlechter exponentieller Algorithmus ein, was relativ typisch für die Sorte Probleme ist, über die wir gleich reden werden. Ich hatte gesagt, ich zeige Ihnen dieses Problem auch deswegen, weil das etwas zu tun hat mit dieser Zertifikatgeschichte. In Polynomialzeit verifizierbar bedeutet, es gibt statt der eigentlichen Sprache, die mein Entscheidungsproblem beschreibt, eine erweiterte Sprache, in der hinter einem Trennzeichen immer noch diese sogenannten Zertifikate hängen, anhand derer man sehr schnell deterministisch erkennen kann, ob das ursprüngliche Wort zu der Sprache gehört oder nicht. In diesem konkreten Fall also, ob die Formel erfüllbar ist oder nicht. Was müsste man Kurzes hinter die Formel hängen, damit ein deterministisches Programm sofort erkennen kann, ob die Formel erfüllbar ist oder nicht? Was wäre das Zertifikat für so eine Formel? Es ist tatsächlich so banal. Sie hängen in diesem Fall als Zertifikat hinter Ihre Formel einfach die Belegung. Denn dann müssen Sie nur noch ein Programm schreiben, was für diese Belegung prüft, ob es stimmt. Das Programm braucht natürlich keine exponentielle Laufzeit, weil es ja nichts weiter tun muss, als 1, 0, 0 in die Formel einsetzen. Das ist das, was mit zertifizierbar gemeint ist. Wenn Sie für ein Entscheidungsproblem hinter das Problem eine schnell überprüfbare Lösung hängen können, dann nennt man so eine Sprache in Polynomialzeit zertifizierbar. Das würde für dieses konkrete Problem heißen, hinter alle Formeln, die erfüllbar sind, schreiben Sie eine erfüllende Belegung. In diesem Fall würden Sie dahinter schreiben 1, 0, 0. Wenn Sie eine Formel haben, die nicht erfüllbar ist, dann schreiben Sie einfach irgendeinen Scheiß dahinter, weil das Programm, was Sie laufen lassen, erkennen wird, dass das Ding nicht erfüllbar ist. Denn hier steht ja in der Definition, dass die Turing-Maschine L' entscheiden kann. Das heißt, die guckt sich die Formel und das vorgebliche Zertifikat an, sagt, mit der Belegung wird das ja gar nicht erfüllt, also sagt sie nein. Für Formeln, die nicht erfüllbar sind, können Sie kein Zertifikat dahinter hängen, weil was immer Sie dahinter hängen, es wird nicht funktionieren, kommt immer Null raus. Aber das kann Ihre Maschine erkennen, denn die muss ja nichts weiter tun, als diese eine Belegung überprüfen. Also der entscheidende Unterschied ist, eine deterministische Turing-Maschine, die das Problem selbst lösen will, muss alle, in diesem Fall 8 Belegungen durchprobieren. Eine zertifizierende Maschine bekommt eine Belegung und muss nur die prüfen. Wir können ja zum Üben des Begriffs nochmal ein Beispiel nehmen. Wie würde denn ein Zertifikat für unser Problem Klick aussehen vom letzten Mal? Man gibt einfach die Clique an. Bei vielen von den Problemen ist es so einfach auch gemeint. Da steckt aber eine ganz wesentliche Wahrheit dahinter. Und das ist die folgende Aussage. Für alle Entscheidungsprobleme L gilt. L ist genau dann in NP, wenn L in Polynomialzeit verifizierbar ist. Anschaulich bedeutet das, diese komische Klasse NP, die mit Hilfe von nicht-deterministischen Maschinen, die es nicht gibt, definiert ist, kann man auch ganz anders beschreiben. Man kann sagen, in NP sind die Probleme drin, bei denen man die Lösung leicht überprüfen kann. Leicht im Sinne von mit vertretbarem Zeitaufwand. Das heißt, man charakterisiert die nicht anhand der Algorithmen, die sie lösen, sondern man charakterisiert sie danach, inwieweit es schwer ist, die Richtigkeit der Lösung zu überprüfen. Das hat den Vorteil, dass durch diese äquivalente Formulierung gar kein Nichtdeterminismus mehr auftaucht. Sie müssen gar nicht mehr über nichtdeterministische Turing-Maschinen nachdenken. Wenn Sie ein Problem haben, von dem Sie wissen, dass man die Lösung mit vergleichsweise geringem Aufwand prüfen kann, dann ist das ein NP-Problem. Und Sie brauchen nicht erst einen nicht-deterministischen Algorithmus anzugeben, der das Problem löst. Bei den meisten Fällen ist es leicht, sich diese Zertifikate vorzustellen, denn Sie haben doch eben an diesen beiden Beispielen gesehen, dass es nicht schwer ist. Bei dem Set liegt es völlig auf der Hand zu sagen, ich muss doch einfach die Belegung überprüfen. Bei Clique ist es völlig naheliegend zu sagen, ich muss doch einfach die Clique überprüfen. Und es gibt ganz viele NP-Probleme, wo es sehr, sehr einfach ist zu sagen, was man überprüfen muss. Und wenn das klar ist, wenn es ein Zertifikat gibt, immer, das kurz genug ist in Relation zum Problem, dann ist es ein NP-Problem. Fertig. Brauchen Sie nicht mehr über Turing-Maschinen oder irgendwas nachzudenken. Wir müssen das beweisen, ich will das nur skizzieren. Wir brauchen dafür zwei Richtungen, weil das ja eine Genau-Dann-Wenn-Aussage ist. Fangen wir mal mit der Richtung an. Nehmen wir an, das Problem ist in NP, dann heißt das, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, sagen wir mal T, die belegt, dass L zu dieser Klasse gehört. Also diese nicht-deterministische Turing-Maschine T kann L in polynomialer Zeit lösen. Wir haben schon mal so einen Beweis gehabt, wo wir gezeigt haben, man kann jede nicht-deterministische Turing-Maschine in eine deterministische umwandeln. Die wesentliche Beweisidee damals war, dass wir gesagt haben,
In jedem Schritt muss die Turing-Maschine eventuell eine Entscheidung treffen, weil sie eventuell mehrere Möglichkeiten hat. Und wir schreiben einfach die Folge aller Entscheidungen auf. Damit haben wir den kompletten Programmablauf kodiert. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir schreiben den kompletten Programmablauf auf. Und weil das Ding ja in NP ist, hat der Programmablauf nur polynomiale Länge. Und den Programmablauf nehmen wir als Zertifikat. Wenn jetzt jemand überprüfen will, ob das Problem gelöst ist, dann geben Sie ihm einfach Ihre Turing-Maschine und den Programmablauf und dann kann er das nachprüfen. Und der Nichtdeterminismus ist weg, weil der Programmablauf ja genau sagt, an welcher Stelle die Maschine welche Entscheidung getroffen hat. Das heißt, Sie können Schritt für Schritt sozusagen in Maschinensprache nachvollziehen, was das Programm gemacht hat. Am Ende können Sie einen Haken setzen. Darum ist, wenn es so eine Turing-Maschine gibt, das Problem in Polynomialzeit verifizierbar. Das ist die eine Richtung. Und die andere ist eigentlich auch ganz easy. Das haben wir uns im Prinzip eben schon bei den aussagenlogischen Formeln überlegt. Diese Zertifikate, die sollten ja alle immer eine Länge haben, die polynomial beschränkt ist gegenüber der Länge der Eingabe. Wenn Sie also wissen, dass es so ein Zertifikat gibt, dann können Sie ganz einfach eine nicht deterministische Turing-Maschine konstruieren, die das richtige Zertifikat erzeugt. Die probiert nämlich einfach alle möglichen Zertifikate durch. Da sind ja nicht deterministische Turing-Maschinen ganz toll drin. Das heißt, die kennt das Polynom, die kennt die Eingabe, dann kann sie ausrechnen, wie lang die Zertifikate höchstens werden können und dann probiert sie einfach alle Zertifikate dieser Länge durch. Das ist das, was wir hier oben bei der Tabelle gemacht haben, wo die nicht deterministische Turing-Maschine gleichzeitig alle möglichen Eingaben für diese Tabelle durchprobiert. Das ist in der nichtdeterministischen Welt in polynomialer Zeit machbar, weil sie ja nur endlich viele Entscheidungen treffen muss, also nur endlich offene Münze schmeißen muss. Und damit sind beide Richtungen gezeigt. Jetzt kommen wir schließlich zu den Problemen, die in der Komplexitätstheorie als die wichtigen, schweren Probleme erachtet werden. Das sind die sogenannten NP-vollständigen Probleme. Und ich erinnere nochmal an etwas, was wir letzte Stunde hatten. Wir hatten gesprochen von sogenannter polynomialer Reduktion. Das bedeutete, Sie haben zwei Entscheidungsprobleme, L' und L, und Sie haben ein Computerprogramm, was deterministisch in polynomialer Zeit das Problem L' auf das Problem L übersetzen kann. Sodass Sie, wenn es für L eine Lösung gibt, alle sorgenlos sind, weil Sie einfach nur übersetzen müssen und dann Ihr Problem L' damit lösen, dass Sie das einem Programm übergeben, was L löst. Der Trick ist, in Häkchen, dass dieser Übersetzungsprozess schnell genug verläuft. Darum steht hier unten P dran. Der Übersetzungsprozess muss in polynomialer Zeit verlaufen. Das Beispiel, das wir dafür hatten, war die Übersetzung von Independent Set of Click. Der Übersetzungsprozess war einfach der Übergang zum Komplementgraphen. Sie wollten das Problem Independent Set lösen. Sie haben gesagt, die Arbeit mache ich mir gar nicht. Ich weiß, dass meine Nachbarin das Problem Click gelöst hat. Darum bilde ich einfach den Komplementgraphen und gebe meiner Nachbarin den Komplementgraphen. Die löst das dann für mich. In diesem konkreten Fall wäre L' das Problem Independent Set gewesen. L ist das Klickenproblem. Und dieses kleine Gleichzeichen lässt sich damit rechtfertigen, dass wir die Umwandlung in den Komplementgraphen in polynomialer Zeit hinbekommen, weil wir einfach die Kanten umdrehen. An den Stellen, wo keine Kanten sind, machen wir Kanten hin. An den Stellen, wo Kanten waren, nehmen wir Kanten weg. Das geht schnell. Und ich hatte damals auch gesagt, dieses kleine Gleichzeichen ist durchaus sinnvoll, weil man das interpretieren kann als L ist auf jeden Fall nicht leichter als L', weil L ja sozusagen L' mitlösen kann. Darum ist L höchstens schwerer als L'. Wir wollen jetzt ja darauf hinaus, wann man sinnvollerweise ein Problem als schwer bezeichnen würde. Und das macht man folgendermaßen. Ein Problem L, und wir reden ja die ganze Zeit nur über Entscheidungsprobleme, so ist das hier auch gemeint, heißt NP schwer, wenn L' kleiner gleich PL für alle L' aus NP gilt. Das bedeutet, L ist mindestens so schwer wie alle NP-Probleme. Und übrigens nebenbei, wenn Sie mal irgendwelche Texte lesen, im Englischen heißt das NP hard und manchmal findet man deutsche Texte, wo für NP schwer NP hard steht. Das ist ein Übersetzungsfehler. Hard ist gemeint im Sinne von schwer und nicht von hard wie dies hier. Ein Problem L heißt NP vollständig, wenn es NP schwer ist und selbst zu NP gehört. Das bedeutet also, wenn es solche NP-vollständigen Probleme gibt, dann sieht die Situation folgendermaßen aus. Sie haben Ihre große Klasse NP, da sind ganz viele Probleme drin
Und irgendwo in dieser Klasse gibt es ein Superproblem. Das ist super in dem Sinne, dass für jedes andere Problem gilt, Sie brauchen das nur in polynomialer Zeit auf dieses hier abzubilden und dann ist das Problem damit erledigt. Und es geht für jedes Problem. Jedes Problem, was in NP ist, lässt sich in polynomialer Zeit auf unser Superproblem abbilden. Und dieses eine Superproblem löst alle anderen Probleme nach Übersetzung. Das klingt auf den ersten Blick so, als könnte das gar nicht sein. Das klingt so ein bisschen wie Wunschdenken. Was sollte das für ein Ding sein? Aber es gibt so ein Problem und es gibt sogar viele Probleme, die diese Eigenschaft haben. Das haben zum ersten Mal Anfang der 1970er Jahre zwei Leute unabhängig voneinander entdeckt. Das war zur Zeit des Kalten Krieges, als man in den USA nicht so genau wusste, was die Leute in Russland gemacht haben. Und in Russland wusste man nicht so genau, was die Leute im Westen gemacht haben. Darum haben ein Amerikaner und ein Russe, ohne voneinander zu wissen, zur gleichen Zeit über diese Sachen nachgedacht und haben beide ziemlich genau zur gleichen Zeit dieselbe Idee gehabt. Darum sagt man heute dazu Satz von Cook und Levin, das sind die beiden. In alten westlichen Büchern steht das meistens unter Satz von Cook. Stephen Cook und Leonid Levin heißen die beiden. Die haben unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, aber die haben im Prinzip bewiesen, das Problem, über das wir eben gesprochen haben, Set, ist NP-vollständig. Das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik ist mindestens so schwer wie alle anderen Probleme in NP und jedes andere Problem in NP lässt sich auf Set polynomial reduzieren. Das müssen wir jetzt zeigen. Und das werden wir jetzt auch zeigen. Dafür müssen wir zwei Dinge zeigen. Einmal müssen wir zeigen, dass Set aus NP ist, das steht ja hier. Das wird einfach sein. Und dann müssen wir zeigen, dass sich jedes Problem aus NP auf Set polynomial reduzieren lässt. Das wird ein bisschen schwerer werden, aber es ist gar nicht so schwer, wenn man die Idee einmal verstanden hat. Zunächst mal der einfache Punkt. Warum ist Set aus NP? Das haben wir uns eben schon überlegt, weil wir das als Beispiel hatten für eine Sprache, die in Polynomialzeit reduzierbar ist. Und wir haben ja gerade bewiesen, dass das die Sprachen aus NP sind. Also weil es kurze Zertifikate für Set gibt, ist Set aus NP. Jetzt der schwierige Teil. Wir müssen uns irgendeine Sprache, irgendein Entscheidungsproblem aus NP nehmen. Das ist unsere Sprache L. Weil das aus NP ist, gibt es eine nicht deterministische Turing-Maschine, sagen wir mal T, die L in polynomialer Laufzeit löst. Das heißt, es gibt irgendein Polynom, was die Laufzeit beschränkt. Ich habe erstmal nur aufgeschrieben, was die Definition von NP ist. Was wir jetzt machen wollen, ist das Folgende. Wir wollen zu einem Eingabewort W für diese Turing-Maschine eine Formel konstruieren, Phi W, mit der Eigenschaft, dass diese Formel genau dann erfüllbar ist, wenn W zu der Sprache gehört. Wenn wir zeigen können, dass es so eine Übersetzung gibt, dass diese Übersetzung maschinell erledigt werden kann und dass sie nicht zu lang wird, dass das in polynomialer Zeit gemacht werden kann, dann ist das unsere Reduktion. Denn dann können wir uns immer so ein Wort nehmen, können das übersetzen in die Formel und geben diese Formel einem Programm, das Set lösen kann. Set kann dann sagen, ob die Formel erfüllbar ist oder nicht und wir wissen dann, ob W zu L gehört oder nicht. Da wir nichts weiter haben als die Turing-Maschine, müssen wir mit dieser Turing-Maschine arbeiten. Diese Formel wird ultra lang werden und sehr kompliziert, wenn man sie aufschreiben würde, wir werden das zum Glück nicht machen. Sie wird, das ist das Ziel, den Programmablauf von T bei der Eingabe W widerspiegeln. Diese Formel kodiert sozusagen den Programmablauf von T bei der Eingabe W. Ich sollte eine Sache sagen, die natürlich wichtig ist, da die Reduktion polynomial sein soll, darf diese Formel nicht zu lang werden und der Prozess des Übersetzens darf nicht zu lange dauern. Also insbesondere muss natürlich gelten, dass die Länge dieser Formel, ich schreibe einfach mal, nicht zu lang ist. Das heißt, in Relation zu W darf das höchstens polynomial beschränkt sein. Wir dürfen jetzt nicht irgendwelche super riesen langen Formeln bauen und der Übersetzungsprozess darf nicht zu aufwendig sein. Da werden wir zwischendurch mal so ein bisschen drauf achten, dass das zwar Arbeit ist, aber nicht zu viel Arbeit, denn sonst würde man nicht von polynomialer Reduktion sprechen. Eine kleine technische Vorarbeit brauchen wir, die ist aber nicht so dramatisch. Wenn Sie eine Reihe von aussagenlogischen Variablen haben, dann hätte ich gern dazu eine Formel, da werde ich immer Q von diesen Variablen für schreiben, mit der Eigenschaft, dass diese Formel genau dann erfüllbar ist, wenn eine von den Variablen wahr ist. Nur eine. Und sowas kann man ganz einfach hinschreiben. Ich mache das mal für das Beispiel m gleich 3, damit ich nicht so viel schreiben muss. Erstmal schreiben Sie die Formel hin x1 oder x2 oder x3. Diese Formel besagt, mindestens eine von denen muss wahr sein. Und dann schreiben Sie dahinter die Formel
wenn x1 wahr ist, dann dürfen die anderen beiden nicht wahr sein, weil ja immer nur eine wahr sein soll. Und dann schreiben sie dahinter die Formel, wenn x2 wahr ist, dann dürfen die anderen beiden nicht wahr sein. Und dann schreiben sie dahinter, wenn x3 wahr ist, dann dürfen die anderen beiden nicht wahr sein. Das ist schon alles. Und natürlich muss ich mehr schreiben, wenn es 4 Variablen sind und noch mehr schreiben, wenn es 5 Variablen sind. Aber der Aufwand, wie Sie sich leicht überlegen können, ist höchstens quadratisch in der Anzahl der Variablen. Denn ich habe dieses Ding hier, das hat als Länge die Länge der Anzahl der Variablen. Und von dieser Sorte Formeln habe ich so viele, wie ich Variablen habe. Also ist das quadratisch. Und da wir ja in der polynomialen Welt glücklich sind, ist das für uns nicht groß. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Idee. Wir wollen eine Formel basteln, die den Programmablauf der Turing-Maschine kodiert. Wir haben also eine Eingabe W. Wir nennen wie üblich die Länge des Eingabewortes N, die gleiche Bezeichnung, die wir sonst auch immer haben. Und ich schreibe jetzt mal so eine Pseudotabelle dahin, die alle Informationen enthält, damit wir jederzeit wissen, was genau in der Turing-Maschine passiert. Wir müssten kodieren in der Turing-Maschine, in wievielten Schritt wir uns befinden, welche Position der Schreiblesekopf gerade hat auf dem Band, in welchem Zustand die Maschine gerade ist. Turing-Maschinen haben ja immer einen Zustand. Und dann müssten wir natürlich noch aufschreiben, was auf dem Band gerade steht. Das heißt, wir haben die Zelle 1 von dem Band, wir haben die Zelle 2 von dem Band und so weiter bis. So, und jetzt kommt der Punkt. Bevor wir weitermachen, eine Überlegung, die wir letzte Woche schon hatten. Weil wir über NP reden, hat diese Turing-Maschine polynomiale Laufzeit. Wir hatten hier oben ja das Polynom sogar benannt, das heißt P. Das bedeutet, die Laufzeit besteht aus höchstens P von Länge von W Schritten. Damit wissen wir zwei Dinge. Die Maschine wird bei der Eingabe W höchstens so viele Schritte durchlaufen. Wir wissen also, wie lang die Tabelle höchstens werden wird. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt und so weiter bis höchstens hierhin. Und wir wissen auch, wie lang das Band höchstens werden wird. Denn, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, da eine Turing-Maschine ja pro Schritt höchstens eine Zelle beschreiben kann, können am Ende des Programms höchstens P von N Zellen beschrieben worden sein. P von N kann eine riesengroße Zahl sein, aber wir haben zumindest eine Obergrenze dafür, wie groß diese Tabelle ist. Wenn diese Tabelle komplett ausgefüllt ist, dann wissen wir alles über den Programmablauf. Wir wissen, wie das anfängt. Am Anfang steht die Turing-Maschine immer an einer definierten Position. Ich nenne die mal Position 1. Die fängt ja immer an derselben Position an zu laufen. Und es gibt auch, weil wir ja das Programm der Turing-Maschine kennen, einen definierten Startzustand. Die Zustände sollen auch einfach durchnummeriert sein. Ich nenne diesen Zustand 1. Und wir wissen, was auf dem Band steht am Anfang, nämlich unser Eingabewort. Da steht also hier der erste Buchstabe von W, hier steht der zweite, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommen dahinter ganz viele Leerzeichen. Am Ende wissen wir auch, wie es aussieht, zumindest ein bisschen davon. Wir wissen, dass am Ende die Turing-Maschine irgendwas aufs Band geschrieben hat, an dem man ihre Antwort erkennen kann. Wir können zum Beispiel sagen, das ist eine Maschine, die antwortet entweder mit 1 oder mit 0. Das heißt, hier wird 1 oder 0 stehen und der ganze Rest ist voll mit Leerzeichen. Wie genau die Turing-Maschine antwortet, ist nicht so wichtig. Hauptsache, sie wissen, wie die Antwort zu interpretieren ist. Wichtig ist, wir wissen genau, wie die erste Zeile der Tabelle aussieht und wir wissen, was wir am Ende erwarten. Den Endzustand wissen wir auch nicht genau. Wir wissen aber, dass es irgendeine Form von Haltezustand sein muss, weil ja spätestens an dieser Stelle das Programm vorbei sein muss. Wo das Ding steht, wissen wir nicht. Ist nicht so wichtig. Könnte man auch noch festlegen, spielt aber nicht so eine große Rolle. Hauptsache, wir können auf eine vernünftige Art und Weise beschreiben, das Programm ist beendet und wir wissen die Antwort. Jetzt könnte man noch Folgendes einwenden. Dies hier ist ja nur eine Obergrenze. Der Programmablauf muss ja nicht genau so lange dauern. Es kann ja sein, dass das Programm schon viel früher fertig ist. Darum führen wir einfach die folgende Konvention ein. Wenn das Programm früher fertig ist, dann wiederholen wir einfach die letzte Zeile so lange, bis die Tabelle gefüllt ist, damit wir eine feste Länge haben, über die wir reden. Das wird keine Rolle spielen, werden Sie sehen. Die Idee ist also, diese komische, ominöse Formel Phi von W, die wir aufschreiben wollen, soll quasi diese Tabelle kodieren. In der Formel soll alles stehen, was man wissen muss, um den Programmablauf zu beschreiben. Und das steht ja in dieser Tabelle. Darum werden wir jetzt ganz viele Variablen und ganz viele Formeln einführen. Wir brauchen drei Sorten Variablen. Die erste habe ich genannt SKM. Die Variable soll wahr sein, wenn sich der Schreiblesekopf im Kartenschritt des Programmablaufs über der m-ten Zelle des Bandes befindet. Man könnte sagen, diese Variablen SKM sorgen quasi dafür, dass wir diese Spalte der Tabelle kodiert haben.
Und damit das wirklich ein legaler Programmablauf ist, führen wir, dafür habe ich dieses Q da oben gehabt, diese Formel ein. Diese Formel besagt, nur eine von diesen Variablen kann wahr sein, wenn es erfüllbar ist. Das bedeutet natürlich, übersetzt, der Schreiblesekopf kann in jedem Schritt immer nur an einer Stelle zur Zeit sein. Nicht, dass wir nachher etwas rausbekommen, wo dann steht, im siebten Schritt war der Schreiblesekopf gleichzeitig in der 40. und der 43. Stelle. Das soll nicht gehen. Dafür sorgt diese Formel hier. Wir können uns zwischendurch, das mache ich jetzt an dieser Stelle mal, immer überlegen, ob wir nicht exponentiell anwachsen. Das wird aber die ganze Zeit nicht passieren. Wie viele von diesen Variablen werden wir brauchen? Wir brauchen die für jeden Schritt und für jede Zelle. Für jeden Schritt, es gibt pn Schritte, für jede Zelle, es gibt pn Zellen. Wir brauchen also pn mal pn Variablen. Sehr, sehr viel, aber polynomial. Alles gut. Und dieses hier, haben wir auch schon drüber nachgedacht, wächst nur polynomial, also auch nicht so schlimm. Das heißt aber, diese Formel, die haben wir für jeden Schritt, die haben wir auch pn mal. Das war die erste Sorte Variablen. Bei der zweiten und dritten werde ich das ein bisschen kürzer fassen, weil die Idee eigentlich dieselbe ist. Wir haben eine Variable, die habe ich zkq genannt. Diese Variable soll wahr sein, wenn die Turing-Maschine im Kartenschritt im Zustand q ist. Das heißt, ich stelle mir vor, dass die endlich vielen Zustände, die unsere Turing-Maschine haben kann, durchnummeriert sind. Und wenn die Variable Z73 wahr ist, dann heißt das, im siebten Schritt war die Maschine im Zustand 3. Das sorgt dafür, dass ich diese Spalte der Tabelle kodiert habe. Und da muss ich auch so eine entsprechende Q-Formel hinschreiben, die besagt, dass natürlich in jedem Schritt die Maschine immer nur in einem ihrer Zustände sein kann. Jetzt muss ich mich noch um diese Spalten der Tabelle kümmern. Dafür führen wir Variablen B, K, M, R ein. Das sind sogar noch mehr Variablen, weil ich ja sehr viele Tabellenspalten habe. Diese Aussagevariablen sollen wahr sein, wenn im Kartenschritt in der n-ten Zelle das Zeichen R steht. Und auch bei den Zeichen wie bei den Zuständen stelle ich mir vor, es sind ja nur endlich viele Zeichen im Alphabet, ich kann die ja durchnummerieren. Ich kann die Zeichen 1, 2, 3 und so weiter nennen. Da gibt es auch wieder eine Q-Formel, die dafür sorgt, dass keine komischen Dinge passieren können. Diese Variablen zusammen erlauben mir, die Tabelle zu kodieren. Das ist aber noch nicht alles. Denn was wir bisher gar nicht besprochen haben, ist, das ist ja eine Turing-Maschine und die hat ein Programm. Das Programm in der Turing-Maschine ist die Übergangsfunktion, die immer besagt, was passieren soll, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin und der Kopf dieses Zeichen sieht. Dann sagt die Übergangsfunktion ja, wie der Kopf sich bewegen soll, in welchen Zustand ich dann gehen soll und was auf das Band geschrieben werden soll, anstelle dessen, was ich gelesen habe. Wir müssen also die ganze Übergangsfunktion auch noch aufschreiben, damit der Übergang von einer Tabellenzeile zur nächsten auch entsprechend den Regeln der Turing-Maschine abläuft und ich nicht einfach irgendwelche ausgedachten Zeilen dahin schreibe. Also beispielsweise, wenn ich irgendwo hier in der 10. Zeile meiner Tabelle bin und hier steht bei Position des Kopfs 12, dann darf nicht in der nächsten Zeile Position 113 stehen, denn der Kopf kann sich ja immer nur um eine Stelle bewegen. Das heißt, ich muss jetzt noch Formeln aufschreiben, die dafür sorgen, dass diese PN-Zeilen wirklich den Ablauf der Turing-Maschine beschreiben, um die es mir geht. Und dafür muss ich, wie schon angedeutet, die Übergangsfunktion in Formeln gießen. Das mache ich nur mal exemplarisch, wie solche Formeln aussehen würden. Ich schreibe Ihnen mal eine hin und dann können wir versuchen, zusammen zu entziffern, was das bedeuten würde. Mit den Variablen, die hier noch stehen. Verstehen Sie, was damit gemeint ist? Hier steht überall 42. Das heißt, es geht um etwas, was im 42. Schritt passiert. Und danach kommt natürlich der 43. Schritt. Darum steht hier überall 43, auf der rechten Seite des Implikationspfeils. Und auf der linken Seite stehen die Voraussetzungen. Da steht also zum Beispiel, die Position des Schreiblesekopfs ist 17. Und unter den Bedingungen, die links stehen, soll danach der Schreiblesekopf auf 18 stehen. Das bedeutet, in der Übergangsfunktion stand ein Pfeil nach rechts. Dann haben wir hier stehen, in der 17. Zelle, und hier reden wir auch über die 17. Zelle, steht momentan das Zeichen 23 und danach soll hier das Zeichen 12 stehen. Das bedeutet, die Übergangsfunktion hat uns gesagt, wenn du in einem bestimmten Zustand das Zeichen 23 siehst, dann mach daraus das Zeichen 12 und geh nach rechts. Und zwar wann? Wenn du im Zustand 5 bist. Denn das ist das, was hier steht. Und danach wechselst du bitte in den Zustand 3. Das ist genau das, was die Übergangsfunktion beschreibt.
Und Sie sehen, man kann das mit solchen Formeln hinschreiben. Dabei müssen Sie das Folgende beachten. Diese Formel hier muss ich hinschreiben für jede Zeile der Tabelle, denn die steht hier ja nur für 42, 43, das muss ich für jede Tabellenzeile machen. Ich muss es für jede Zelle machen, denn die steht hier ja nur für Zelle 17, aber ich könnte ja auch woanders gewesen sein. Und ich muss es für jeden Funktionswert der Übergangsfunktion machen. Denn hier wird ja nur beschrieben, was passiert, wenn ich im Zustand 5 bin und das Zeichen 23 sehe, aber ich muss ja auch beschreiben, was passiert, wenn ich im Zustand 2 bin und das Zeichen 18 sehe und so weiter. Und dann muss ich noch bedenken, dass ich ja eine nicht-deterministische Turing-Maschine habe. Das heißt, eventuell werden diese Formeln noch ein bisschen länger und auf der rechten Seite steht sowas wie oder, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, mich zu entscheiden. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, das alles hinzuschreiben, aber es ist offensichtlich möglich, das alles hinzuschreiben. Und wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie feststellen, das ist trotzdem alles polynomial. Jetzt sind wir fast fertig. Wir brauchen nur noch das, was ich am Anfang schon gesagt habe, was jetzt aber vielleicht ein bisschen klarer sein wird. Wir müssen aufschreiben, wie die Turing-Maschine startet. Das heißt, wir brauchen eine Formel, in der steht, du bist am Anfang des Bandes, du bist im Startzustand, auf dem Band steht W. Das ist, glaube ich, jetzt klar, wenn man das aufschreibt. Und Sie brauchen eine Formel, die besagt, in der letzten Zeile bist du in einem akzeptierenden Zustand oder in einem terminierenden Zustand und auf dem Band steht 1. Und jetzt nehmen Sie diese ganzen Formeln zusammen und verbinden die alle mit ganz vielen Uns. Und dann stellt sich raus, die Formel, die Sie dann kriegen, dieser Riesentrumpf von Formel, ist genau dann erfüllbar, wenn es bei der Eingabe W einen Durchlauf durch die Turing-Maschine gibt, der am Ende mit der Antwort Ja endet. Dann können Sie diese Formel einem Programm geben, das Set löst. Und das beantwortet Ihnen die Frage, ob Ihr Wort W zu L gehört oder nicht. Und das wollten wir zeigen. Das heißt, jedes Problem aus NP ist auf Set reduzierbar in polynomialer Zeit. Jetzt kennen wir ein NP-vollständiges Problem und wir kennen auch gleich noch ein weiteres. Sie wissen alle, was konjunktive Normalformen sind? Ich schreibe es nochmal auf, vorsichtshalber. Wenn Sie Aussagenvariablen haben, x1, x2 und so weiter, dann nennt man diese Variablen oder die Negation von diesen Variablen Literale. Wenn Sie oder Verknüpfungen von Literalen haben, sogenannte Disjunktionen davon, dann nennt man das Klauseln. Und wenn Sie eine Und-Verknüpfung von Klauseln haben, dann nennt man das eine konjunktive Normalform. Im Englischen kürzt man das CNF ab. Damit das ganze Ding erfüllbar ist, es wird wieder um Erfüllbarkeit gehen, muss jede von diesen Klauseln wahr sein, denn die sind ja alle mit Und verknüpft. Und für jede einzelne von denen reicht es dann jeweils, wenn eins von den Literalen wahr ist, weil die ja in den Klammern jeweils mit Oder verknüpft sind. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, man kann mit Hilfe von Wahrheitstafeln jede aussagenlogische Formel in konjunktive Normalform umwandeln. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist allerdings, wenn Sie sich das mal genauer anschauen, gefährlich, weil das kein polynomialer Prozess ist. Es gibt gemeine Formeln, die dafür sorgen, dass der Aufwand exponentiell anwächst. Wenn Ihr Ziel ist, eine äquivalente Formel zu bekommen, also eine Formel, die bei allen Belegungen genau die gleichen Werte hat wie die vorherige. Was ich jetzt schon mal sagen kann, da will ich hier in der Vorlesung nicht weiter darauf eingehen, aber das kommt im Skript als Aufgabe vor. Wenn es Ihnen nur um Erfüllbarkeit geht, um sogenannte Erfüllbarkeitsäquivalenz, Sie wollen eine Formel in eine in konjunktiver Normalform umwandeln, die erfüllbar ist, wenn die Originalformel erfüllbar ist und nicht erfüllbar ist, wenn die Originalformel nicht erfüllbar ist, dann müssen Sie nicht den Weg über die Wahrheitstafel gehen, sondern Sie können eine sogenannte Zeitlin-Transformation machen. Die ist polynomial. Das funktioniert. Ist im Skript auch ein Link dazu, ein Artikel auf Wikipedia und ein Video von mir, wie man das machen würde, werden wir aber hier jetzt heute nicht machen. Mir ging es eigentlich nur darum, das nochmal zu wiederholen, um zu definieren das Problem CNF-Set. Das ist im Prinzip das gleiche Problem wie Set. Sie bekommen eine Formel und sollen antworten, ob diese Formel erfüllbar ist oder nicht, mit der Einschränkung, dass Sie vorher schon wissen, dass die Formel in konjunktiver Normalform ist. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das Problem einfacher, weil Sie ja mehr über die Formel wissen. Aber es ist nicht einfacher. Das kann man sich am simpelsten so überlegen, dass man den Beweis, den wir eben uns angeschaut haben, vom
Satz von Cook und Levin nochmal durchgeht und sich klar macht, dass da ja nur ganz wenige Typen von Formeln vorkommen. Da kommen zwar ganz viele Formeln vor, aber nur ganz wenige Typen von Formeln. Und all diese Formeln, ist auch eine Aufgabe im Skript, kann man ohne großen Aufwand in konjunktive Normalform umwandeln. Das heißt, wenn Sie ein Programm hätten, was nicht Set löst, sondern nur CNF-Set, dann würde das auch schon ausreichen. Der Beweis würde genauso funktionieren. Sie müssten die Formel nur ein bisschen anders hinschreiben, nämlich als Unverknüpfung von Klauseln. Das bedeutet, auch das Problem CNF-Set ist NP-vollständig, denn Sie können ja alles auf das Problem polynomial reduzieren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, weil das ja ein sehr ähnliches Problem ist. Man hätte sozusagen Set gleich so formulieren können. Ich will aber trotzdem nochmal so eine Skizze machen, wie die eben, so eine schematische Skizze, welche Situation wir jetzt haben. Wir haben unsere große Menge von Problemen, NP, und wir haben jetzt identifiziert dieses Superproblem. Alle anderen Probleme können auf dieses Problem polynomial reduziert werden. Das war ja gerade das, was wir eben bewiesen haben. Das Faszinierende ist, dass im Laufe der Jahre nach dem Satz von Cook und Levin man noch ganz viele andere NP-vollständige Probleme gefunden hat. Und der Job ist jetzt leichter geworden. Wenn Sie erstmal eins haben, können Sie nämlich folgendermaßen vorgehen. Wenn Sie ein anderes Problem haben, was auch in NP liegt, und es gelingt Ihnen, von dem hier eine polynomiale Reduktion nach da zu machen, dann reicht das schon, um zu zeigen, dass das eingekreiste Problem auch NP-vollständig ist. Denn Sie kommen jetzt ja von jedem anderen Problem über den Umweg polynomial auch hier hin. Und wenn Sie zwei haben, ist es noch leichter. Wenn Sie jetzt noch ein Problem haben, von dem Sie zeigen wollen, dass es NP-vollständig ist, dann würde es reichen, das zu zeigen, oder es würde reichen, das zu zeigen. Eins von beiden ist okay. Dann haben Sie noch mehr und dann kann nach und nach der Zoo der NP-vollständigen Probleme immer weiter anwachsen. Wir sind inzwischen so weit, die exakten Zahlen weiß glaube ich niemand, aber die Schätzung ist, dass in der Forschung ungefähr 3000 oder mehr NP-vollständige Probleme bekannt sind. Das sind die wirklich schweren Probleme in diesem Sinne, die mindestens so schwer wie alle anderen Probleme in NP sind. Und für keins von diesen Problemen ist bisher ein schneller, also deterministischer Algorithmus, der polynomialer Zeit läuft, bekannt. Was wir uns jetzt exemplarisch nochmal anschauen werden, ist für eins von diesen Problemen ein Beweis dafür, dass das auch NP-vollständig ist, damit Sie mal so eine Idee davon bekommen, was es bedeutet, für ein anderes Problem zu zeigen, dass es NP-vollständig ist. Dafür braucht man je nach Problem natürlich irgendwelche cleveren Ideen, weil Sie jeweils diese Reduktion zeigen müssen. Die Probleme sind ja sehr unterschiedlich und was wir jetzt zeigen werden, ist im Prinzip dieser Schritt hier. Wie komme ich von einem eventuell völlig anderen Problem, das wird ein Graphentheorie-Problem sein, zu Set oder eigentlich umgekehrt, wie komme ich von Set zu dem graphentheoretischen Problem? Genau, ich fasse das nachher nochmal zusammen, aber im Prinzip haben Sie damit recht, in der Theorie. Wenn Sie für eins von diesen 3000 Problemen einen deterministischen Algorithmus finden, der es immer in polynomialer Zeit löst, dann ist damit klar, dass alle 3000 Probleme in polynomialer Zeit gelöst werden können. Das heißt nicht, dass Sie automatisch 3000 in der Praxis einsetzbare Algorithmen haben, weil die eventuelle Laufzeit n hoch 7 oder sowas haben. Aber wenn Ihnen das wirklich gelingen würde, dann würde man wahrscheinlich an Ihrer Technik erkennen, wie man bei den anderen vorgehen muss. Das Problem ist, dass die Leute seit 50 Jahren nach so einem Ding suchen. Das ist das Faszinierende an diesem Problem. Es gibt 3000 bekannte Probleme, viele von denen aus der Praxis, die kommen aus dem Platinenbau, aus der Routenplanung, aus der Raumfahrt und so weiter. Und für viele von diesen Problemen wüsste man gerne, wie ein richtig guter Algorithmus aussieht. Für keins von denen kennt man einen. Und in dem Moment, wo Sie für eins von denen einen gefunden haben, haben Sie im Prinzip für alle einen gefunden. Was ich Ihnen jetzt zeige als Beispiel ist Click. Das ist einer der Gründe, warum wir uns dieses Problem angeschaut haben. Ist auch NP-vollständig. Das bedeutet, in unserer komischen Grafik wäre Click jetzt dieses blaue Problem hier und wir müssen den roten Pfeil finden. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, eine Formel, eine aussagenlogische Formel in einen Graphen zu übersetzen. Denn ich will ja wissen, ob die Formel erfüllbar ist und mein Ziel ist es, daraus einen Graphen zu machen, der genau dann eine Clique hat, wenn die Formel erfüllbar ist. Wie ich eben schon sagte, je nach Problem sieht der Übersetzungsprozess völlig anders aus und da stecken sehr viele sehr clevere Ideen dahinter. Das Schöne bei Click ist, finde ich, dass man diese Idee sehr schnell erklären kann und mehr oder weniger fast grafisch sehen kann, wenn man mal die Idee gehabt hat. Wir reduzieren von CNF-Set, das heißt, wir bekommen eine Formel in konjunktiver Normalform und wir machen daraus einen Graphen, den wir an Click geben können. Und ich beschreibe erstmal in Worten, wie der Graph konstruiert wird und dann zeichne ich Ihnen für eine kleine übersichtliche Beispielformel diesen Graphen mal hin. Was sind die Knoten? Unsere Formel sieht ja so aus.
Konjunktive Normalform heißt, wir haben lauter solche Klauseln, die alle mit und verbunden sind. Diese Klauseln nummerieren wir durch. 1, 2, 3 und so weiter. Und in den Klauseln stehen Aussagen logischer Variablen. Hier kommt zum Beispiel vielleicht irgendwo x2 vor. Hier kommt zum Beispiel nicht x3 vor. Hier kommt vielleicht x7 vor und irgendwo steht hier auch noch nicht x5 und so weiter. Und jetzt nehmen wir alle Knoten der Form xkm, das sollen alles Knoten des Graphen werden, wenn xk in der mten Klausel vorkommt. In unserem konkreten Beispiel taucht in der ersten Klausel x2 auf, das heißt, wir würden einen Knoten x2,1 haben. Und in der dritten Klausel taucht zum Beispiel x7 auf, das heißt, wir würden einen Knoten x7,3 haben. Und natürlich noch viele andere Knoten. Und dann nehmen wir noch weitere Knoten, und zwar alle Knoten nicht xkm, wenn nicht xk in der mten Klausel vorkommt. In unserem Beispiel würde das bedeuten, in der zweiten Klausel kommt nicht x3 vor, das heißt, wir hätten einen Knoten mit dem Namen nicht x3 zweite Klausel. In der dritten Klausel kommt nicht x5 vor, das heißt, wir hätten einen Knoten mit dem Namen nicht x5 dritte Klausel und, und. Wann werden zwei Knoten mit einer Kante verbunden? Wenn sie erstens in verschiedenen Klauseln liegen. Knoten werden nur verbunden, wenn sie in verschiedenen Klauseln liegen. Und wenn sie nicht Negationen voneinander sind. Wenn sie also nicht beide für dieselbe Variable stehen, einmal mit und einmal ohne nicht. Dieselbe Variable xi, einmal ohne nicht und einmal mit nicht. Die werden nicht verbunden. Sonst werden aber alle Knoten miteinander verbunden, die aus verschiedenen Klauseln stammen. In unserem Beispiel würde das bedeuten, dass der Knoten x2,1 verbunden wird mit dem Knoten x7,3, weil der eine aus der ersten und der andere aus der dritten Klausel kommt. Die kommen aus verschiedenen Klauseln, also werden sie verbunden. Der hier und der, die würden nicht verbunden werden, weil sie beide aus derselben Klausel kommen. Verbunden werden Knoten nur, wenn sie aus unterschiedlichen Klauseln kommen. Wenn jetzt zum Beispiel hier in der zweiten noch sowas stünde, ich schmier das nochmal mit rein, wie nicht x2, dann würden dieser Knoten und dieser Knoten auch nicht verbunden werden. Die sind zwar in unterschiedlichen Klauseln, aber das eine ist die Negation des anderen, die verbinden sie auch nicht. Gehen wir das mal für eine konkrete kleine Formel durch. Ich mal das gleich mal so hin, dass man hoffentlich an dem Bild schon erkennen kann, wo die Klauseln sitzen. Das heißt, ich gruppiere die Knoten so ein bisschen. Fangen wir mit dem hier an. Wir hätten einen Knoten x1 aus der ersten Klausel, einen Knoten nicht x2 aus der ersten Klausel und einen Knoten x3 aus der ersten Klausel. Die zweite Klausel, da haben wir einen Knoten nicht x1 aus der zweiten Klausel und einen Knoten x2 aus der zweiten Klausel. Und dann haben wir noch den hier. Und jetzt müssen wir die Verbindungslinien ziehen. x1 wird mit den beiden da unten verbunden, weil die aus anderen Klauseln sind. x1 wird mit dem hier verbunden, weil das auch aus einer anderen Klausel ist, mit dem hier nicht. Denn das ist ja x1 und nicht x1, die beiden werden nicht verbunden. Jetzt kommt hier nicht x2, das wird verbunden mit dem, aber nicht mit dem hier, weil das nicht x2 und x2 ist. Und hier unten wird verbunden und hier wird auch verbunden. Das ist zwar beides x2, aber es ist nicht eins die Negation vom anderen. Jetzt zählen Sie erstmal, wie viele Klauseln Sie haben. N Klauseln. Dann fragen Sie das Programm, was Klick lösen kann. Gibt es eine Clique der Größe N? Wenn es eine Clique der Größe N gibt, was hieß Clique nochmal? Jedes muss mit jedem verbunden sein. Dann heißt das, dass in dieser Clique aus jeder Klausel eine Variable sein muss. Denn es sind ja nur Knoten miteinander verbunden, die aus verschiedenen Klauseln sind. Anders kann eine Clique ja gar nicht entstehen. In einer Clique können niemals zwei Knoten aus derselben Klausel sein, weil die ja niemals miteinander verbunden sind. Und da wir N-Klauseln haben, kann es eine Clique der Größe N nur geben, wenn aus jeder Klausel ein Knoten da ist. Und wenn die miteinander verbunden sind, dann ist kein Knoten die Negation des anderen in Bezug auf die Aussagevariablen. Wir greifen jetzt mal eine Clique raus. Und wenn Sie das haben, dann ist Ihnen hoffentlich klar, dass Sie damit eine Belegung haben, die die Formel erfüllt. Denn das Ding sagt Ihnen jetzt für jede Klausel, was Sie nehmen können. Zum Beispiel für die blaue Klausel sagt es Ihnen, mach nicht x1 wahr. Und das macht in den anderen nichts kaputt, weil das ja niemals mit x1 verbunden ist. Das heißt, wenn das in einer anderen Klausel wieder auftaucht, dann ist es auch nicht x1. Das heißt, da würden Sie auch nicht x1 wahr machen. Und es reicht ja, wenn Sie in jeder Klausel 1 wahr machen. Ich glaube, das ist eine Lösung, von der, wenn man sie sieht, man sagt, das ist wirklich sehr clever. Ob wir da selbst drauf gekommen wären, weiß ich nicht, aber wenn man sie einmal gesehen hat, ist sie, glaube ich, gut zu verstehen. Und wenn Sie das durchdenken, sehen Sie, das ist tatsächlich der
komplette Beweis dafür, dass das Problem Clique auch NP-vollständig ist. Denn wenn Sie das lösen können, dann können Sie auch CNF-Set lösen. Und wir haben gerade eben gesehen, wenn man CNF-Set lösen kann, kann man jedes andere Problem auch lösen in polynomialer Zeit. Als letztes Problem noch, das ist so einfach, dass wir das noch aufschreiben wollen. Damit haben wir natürlich gleich gezeigt, dass das Problem der stabilen Menge, was den offiziellen Namen Independent Set hat, auch NP-vollständig ist. Denn wir haben ja schon gesehen, wie man Clique auf dieses Problem reduzieren kann, indem man nämlich einfach den Komplementgraphen bildet. Also haben Sie wieder einen Baustein mehr. Und so kann man sich vorstellen, wie man nach und nach durch entsprechende Ideen in den letzten Jahren auf diese 3000 NP-vollständigen Probleme gekommen ist. Die Situation, in der wir heute sind, ist die folgende. Wir hatten mal angefangen in der Komplexitätstheorie, dass wir die Klasse NP definiert haben und wir haben aber letzte Woche hauptsächlich gesprochen über die Klasse P der Probleme, die sich deterministisch in polynomialer Zeit lösen lassen. Was wir wissen, das haben wir uns überlegt, das ist relativ simpel, dass P eine Teilmenge von NP ist. Das heißt, das Bild wird wahrscheinlich, das denken die meisten Leute, so aussehen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Bild so aussieht. Denn bisher weiß man nur mit Sicherheit, das ist einfach, dass P eine Teilklasse von NP ist. Es ist bisher kein Beweis dafür gelungen, dass es nicht beides gleich ist. Darum können wir nochmal zu diesem Bild hier zurückkommen. Wenn Sie für eins von diesen NP-vollständigen Problemen, nehmen wir zum Beispiel mal dieses blaue hier, nehmen wir mal an, das ist Clique, einen Algorithmus finden, der Clique in polynomialer Zeit deterministisch löst, dann können Sie alle anderen Probleme in NP auch in polynomialer Zeit deterministisch lösen, weil Sie ja wissen, wie man die in polynomialer Zeit deterministisch auf Clique übersetzen kann. Sie müssen ja nur Ihren Übersetzer vor das neu entdeckte Programm schalten. Es hat bisher niemand so ein Programm gefunden und die meisten Experten glauben, dass es so ein Programm nicht gibt. Aber ich wiederhole nochmal, wenn Sie für ein einziges NP-vollständiges Problem einen deterministischen polynomialen Algorithmus finden, haben Sie für alle NP-Probleme einen gefunden. Damit hätten Sie bewiesen, dass P gleich NP stimmt. Die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, glauben aber, dass das hier stimmt. P ist nicht NP. Es gibt also Probleme, die wirklich schwerer sind als die in P. Aber das müsste man beweisen. Das heißt, Sie müssten zum Beispiel für eins von diesen Problemen beweisen, dass es nicht möglich ist, einen Algorithmus zu schreiben, der es deterministisch in polynomialer Zeit löst. Weder der eine Beweis noch der andere Beweis ist in den letzten ungefähr 50 Jahren irgendwem gelungen. Und ich habe zwischendurch ja schon mal gesagt, das ist eins der 7 sogenannten Millennium-Probleme, die im Jahr 2000 ausgewählt wurden und für die jeweils für die Lösung $1 Million ausgesetzt ist. Also diese Frage zu klären, wobei die Antwort offen ist. Ist es gleich oder ist es nicht gleich, würde Ihnen $1 Million einbringen. Entweder Sie finden zum Beispiel einen polynomialen Algorithmus für Clique oder Sie beweisen, dass es für Clique niemals so einen Algorithmus geben kann oder für irgendeines der anderen 3000 Probleme oder ganz anders. Bisher hat keiner so eine richtige Idee, wie das gehen könnte. Ich will zum Schluss noch so ein paar typische Missverständnisse im Zusammenhang mit NP-vollständigen Problemen erwähnen und die aufklären. Der Begriff hat ja so eine gewisse Popularität bekommen, auch durch diese Preise und weil man da öfter mal Artikel drüber liest oder Videos sieht. Darum will ich die kurz anführen und da jeweils ein bisschen was zu sagen. Eine Sache, die man öfter hört, ist, NP-vollständige Probleme sind die schwierigsten bekannten Probleme. Erstmal müsste man natürlich darüber reden, was genau schwierig heißt. Denn wir wissen ja, es gibt Probleme wie das Halteproblem, die überhaupt nicht lösbar sind. Probleme, die überhaupt nicht lösbar sind, sind auf jeden Fall schwerer als welche, die in langer Zeit lösbar sind. Aber wenn es jetzt nur um die Frage geht, wie lange etwas dauert, dann weiß man bei NP-vollständigen Problemen zumindest, die lassen sich alle in exponentieller Zeit lösen. Denn wir haben ja schon mal drüber nachgedacht, letzte Woche, wie man theoretisch einen deterministischen in einen nicht-deterministischen Algorithmus übersetzen könnte. Und das sind ja immer nur endlich viele Verzweigungspunkte, immer da, wo eine nicht-deterministische Entscheidung getroffen wird. Und wir haben gesehen, dass dann der Entscheidungsbaum sozusagen exponentiell anwächst. Das heißt aber, eine Simulation von so einem nicht-deterministischen Algorithmus würde nur exponentielles Wachstum haben. Es gibt aber Probleme, von denen man beweisen kann, dass die doppelt exponentielles Wachstum haben, dass man die nicht schneller lösen kann. Die sind also noch komplizierter. Ein Beispiel, was für die Praxis nicht so wichtig ist, das ist aber nur, um zu zeigen, dass es noch schwerer geht, ist aus der Mathematik die sogenannte Pressburger Arithmetik. Das ist ein Axiomsystem für eine eingeschränkte Arithmetik. Das ist, wenn Sie das schon mal gehört haben, sowas wie die Peano-Arithmetik, aber nur für Plus. Das heißt, Sie beschreiben die Regeln dafür, wie man in den natürlichen Zahlen, wenn man nur Plus hätte, rechnen darf. Und dann schreiben Sie irgendeine Formel auf
und wollen überprüfen, ob diese Formel aus den Axiomen herleitbar ist. Und man kann beweisen, es gibt einen Algorithmus, der das entscheiden kann, und man kann beweisen, dieser Algorithmus braucht länger als exponentielle Zeit. Das heißt, das Problem ist schwerer als alle NP-vollständigen Probleme, garantiert. Mit anderen Worten, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass die NP-vollständigen Probleme die schwierigsten bekannten Probleme sind. Das ist halt bloß einfach eine Klasse von sehr interessanten, schwierigen Problemen, die größtenteils aus der Praxis kommen. Zweites Missverständnis, die sind so schwierig, weil es so viele verschiedene Lösungen gibt. Dieses Missverständnis haben wir eigentlich letzte Woche schon entkräftet. Wir haben uns nämlich das Beispiel angeguckt mit dem Weg durch einen Graphen von A nach B finden und wir hatten gesehen, man kann sich Graphen konstruieren, bei denen es exponentiell viele Wege von A nach B gibt, aber es gibt trotzdem Algorithmen wie den Dijkstra-Algorithmus, die das Problem in polynomialer Zeit lösen können. Also die Tatsache, dass es sehr, sehr viele, eventuell sogar exponentiell viele Lösungskandidaten gibt, heißt nicht, dass ein Problem NP-vollständig ist. Und es gilt auch die Umkehrung. Es gibt bestimmte NP-vollständige Probleme, die nur eine Lösung haben und die trotzdem NP-vollständig sind. Zum Beispiel gibt es eine Variante des Erfüllbarkeitsproblems, die folgendermaßen aussieht. Ich gebe Ihnen eine Formel und ich verspreche Ihnen, wenn diese Formel erfüllbar ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sie zu erfüllen. Trotzdem ist das Problem NP-vollständig. Das heißt, es liegt definitiv nicht daran, dass es so viele verschiedene Lösungen gibt, sondern es ist sogar in diesem Fall so, dass es garantiert nur eine Lösung gibt. Trotzdem gibt es dafür bisher keinen polynomialen Algorithmus. Ein weiteres Missverständnis ist, dass für alle NP-vollständigen Probleme alle bekannten Lösungsalgorithmen exponentielle Laufzeit haben. Das stimmt auch nicht. Und in dem Sinne sind auch nicht alle NP-vollständigen Probleme gleich. Zum Beispiel eine Variante von Independent Set, wenn man das auf eine bestimmte Sorte von Graphen reduziert, die sogenannten planaren Graphen, lässt sich in subexponentieller Zeit lösen, also besser als exponentiell. Das Einzige, was die alle gemeinsam haben, die NP-Vollständigen, bisher ist für keinen von denen ein deterministischer Algorithmus bekannt, der in polynomialer Laufzeit läuft. Aber Sie entsinnen sich, wir hatten, ich glaube, letzte Woche drüber gesprochen, es gibt zwischen polynomial und exponentiell noch so ein kleines Zwischenreich. Und für einige der NP-vollständigen Probleme sind Algorithmen bekannt, die besser als exponentiell sind, aber immer noch nicht polynomial. Ein weiteres Missverständnis ist, wenn ich ein NP-vollständiges Problem habe, dann ist jede Instanz des Problems schwierig. Das stimmt auch nicht. Es kann durchaus sein, dass ich ein NP-vollständiges Problem habe, bei dem sich bei vielen Eingaben eine einfache Lösung anbietet und das Problem nur deshalb NP-vollständig ist, weil ich ja immer den Worst Case mit betrachten muss. Es gibt ein relativ schönes Beispiel, an dem man gut erkennen kann, dass die Grenze sehr scharf sein kann. Man kann das Problem CNF-Set, was wir eben gesehen haben, noch stärker vereinfachen in Häkchen und macht daraus ein Problem, was man Three-Set nennt. Das bedeutet, Sie bekommen eine Formel in konjunktiver Normalform, bei der in jeder Klausel höchstens drei Variablen stehen. Das ist also nochmal weiter eingeschränkt. Das Problem ist immer noch NP-vollständig, kann man zeigen. Also selbst durch diese starke Einschränkung, die Klauseln sind alle sehr kurz, ist das Problem immer noch NP-vollständig. Wenn Sie jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in jeder Klausel sind maximal zwei Variablen, dann ist das Problem auf einmal nicht mehr NP-vollständig. Dafür gibt es polynomiale Lösungsalgorithmen. Das zu dem Missverständnis, jede Instanz ist schwierig, wenn das Problem schwierig ist. Wenn Sie zum Beispiel Set nehmen, dann sind bestimmte Formeln polynomial zu lösen. Wenn Sie jetzt also ein Programm schreiben würden, könnten Sie zuerst mal die ganzen Klauseln durchgucken und gucken, ob da überall maximal zwei Variablen drin sind, dann nehmen Sie Algorithmus B, weil der schnell geht. Und nur für die schwierigen Formeln müssen Sie Algorithmus A nehmen. Und das letzte Missverständnis, was ich noch nennen wollte, ist, es gibt auch oft so die Hoffnung, dass Quantencomputer alle NP-Probleme effizient lösen können. Effizient heißt in polynomialer Zeit, weil Quantencomputer ja sowas Ähnliches haben wie Nicht-Determinismus. Da wird ja auch auf Quantenebene gewürfelt. Das ist auch so eine Frage, die noch nicht endgültig geklärt ist, aber nach dem aktuellen Stand, soweit ich das beobachte, gehen die meisten Forscher davon aus, dass das wohl nicht stimmt. Wenn Sie sich mal anschauen, wie Quantenalgorithmen funktionieren, dann sind die nicht komplett nicht deterministisch in dem Sinne, dass die wirklich alles durchprobieren und sich nachher aus den Lösungen die beste rauspicken, sondern da gibt es zwischendurch sowas wie Nicht-Determinismus, aber am Ende auch sowas wie eine nicht-deterministische Entscheidungsfindung, die Ihnen einen Teil der Wahlmöglichkeiten wieder kaputt macht. Sie können quasi nicht entscheiden, was Sie haben wollen. Darum ist das wahrscheinlich nicht so, dass
wenn wir nur Quantencomputer hätten, die groß und schnell genug sind, wir auf einmal alle NP-verständigen Probleme lösen könnten. Die letzte Frage vielleicht noch, wenn Sie glauben, dass P ungleich NP ist, also wenn Sie glauben, dass NP-verständige Probleme wirklich schwerer als die normalen Probleme in P sind und Sie haben es in der Praxis zu tun mit so einem Problem, heißt das dann, Sie sollten einfach aufgeben, weil das ja so schwer ist? Oder gibt es Möglichkeiten, da ranzugehen? Und die Antwort ist natürlich, man sollte nicht einfach aufgeben, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich solchen Problemen zu nähern. Einmal haben Sie gesehen, man sollte vielleicht erstmal so ein bisschen die Literatur wälzen, dass es für einige dieser Probleme schon ganz gute Algorithmen gibt, ganz gut im Sinne von, die sind auf jeden Fall nicht exponentiell. Ob die wirklich brauchbar sind, ist noch ein anderer Punkt. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass man sich nochmal ins Gedächtnis rufen sollte, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Wir haben, weil das ja bisher theoretische Fragen waren, zwei Dinge immer im Hintergrund gehabt, die man nochmal aussprechen sollte. Erstens, wir haben immer den Worst Case betrachtet. Und zweitens, wir haben die ganze Zeit über Algorithmen gesprochen, die immer die richtige Antwort liefern. Wenn Sie diese beiden Anforderungen ein bisschen aufweichen, dann gibt es für viele von diesen Problemen Algorithmen, die in der Praxis zu gebrauchen sind. Die erste Anforderung ist, dass Sie das mit dem Worst Case aufweichen und Sie gucken sich stattdessen sowas an wie typische Fälle. Ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, das Problem des Handlungsreisenden, sozusagen eine möglichst effiziente Route zu finden, ist ein NP-verständiges Problem. Aber wenn man sich anschaut, die Probleme, die in der Praxis auftauchen, dann kann man das häufig auf eine bestimmte Sorte von Graphen reduzieren, über die man mehr weiß als über irgendwelche Graphen, weil das ja echte Landkarten sind, da kommt dann Geometrie rein und so weiter. Das heißt, Sie müssen das gar nicht für alle Fälle und immer den Worst Case mitbedenken, sondern nur für eine bestimmte Teilmenge der Probleminstanzmenge. Also eine Art und Weise, sich solchen NP-verständigen Problemen zu nähern, ist, dass man nicht alle Fälle betrachtet, sondern nur typische Fälle oder durchschnittliche Fälle und mit Algorithmen zufrieden ist, die für die Mehrheit der typischen Fälle eine gute Laufzeit haben. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man sowas akzeptiert wie fast richtig. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen über sowas wie Such- und Werteprobleme. Und wenn Sie jetzt nochmal das Problem des Handlungsreisenden nehmen, was ich eben besprochen habe, da geht es ja darum, den kürzesten Weg zu finden. Wenn das nur in exponentieller Zeit geht, aber ich Ihnen einen Algorithmus biete, der sagt, ich finde vielleicht nicht den kürzesten Weg, aber ich finde in polynomialer Zeit einen Weg, der höchstens 10% länger als der kürzeste Weg ist. Vielleicht reicht Ihnen das ja. Und das ist dann vielleicht zu machen. Und auch dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also die große Forschungsfrage ist immer noch, ob P gleich NP ist, aber es wird natürlich auch viel im Kleinen geforscht, dass man für konkrete Probleme guckt, wie kann ich an die rangehen, obwohl das NP-verständig ist. Ich will jetzt gar nicht den Millenniumspreis gewinnen, ich will einfach nur für das Klickproblem noch einen besseren Algorithmus finden. Bis hin zu einigen besonders beliebten Problemen, ich glaube, das bekannteste ist immer noch SET. Das ist so bekannt, dass es allein für das Problem SET eigene Fachzeitschriften und eigene jährliche Wettbewerbe gibt, wo jeweils die besten SET-Programme gegeneinander antreten. Das Ding ist inzwischen so ausgereizt, dass Sie riesige Probleminstanzen damit lösen können, obwohl es ein NP-vollständiges Problem ist, weil Leute super clevere Algorithmen gefunden haben, die natürlich nicht immer funktionieren. Für jeden von diesen Algorithmen werden Sie Formeln finden können, die das Programm für Jahre lahmlegen, aber die sind halt für ganz viele Fälle so gut, dass man sie in Wettbewerbe reinschickt. Der Grund, warum es dafür Fachzeitschriften und Wettbewerbe gibt, ist, dass es eine Nachfrage in der Industrie für solche Programme gibt. Das ist kein reines Forscherinteresse, sondern Leute brauchen solche Dinge, zum Beispiel um Chip-Design zu verifizieren und andere Dinge. Und weil die Chips immer größer werden, werden auch die Probleminstanzen immer größer. Wenn Sie an Strategien interessiert sind, wie man an NP-verständige Probleme rangehen kann, dann lege ich Ihnen nochmal die Playlist aus dem Sommersemester 2014 ans Herz, weil ich da sehr ausführlich mehrere Wochen lang darauf eingegangen bin, wie man bestimmte Probleme eventuell cleverer lösen kann, als mit irgendwas, was Laufzeit 2 hoch n oder 3 hoch n oder sowas hat. Wohingegen ich für dieses Semester sagen würde, ich glaube, Sie haben genug gelernt